Yo YouTube, was geht? Hier sind noch ein Teil aus Fürstenwalde. Diesmal ganz entspannt auf der Enduro-Strecke. Mein zweites Mal hier. Und zwar vor mir der Daniel wieder mit seiner 200er. Und vorne Januar mit seiner 125er, auch Zweitakter. Wir fahren hier entspannt. ein bisschen zügiger, je nachdem. Ist halt wirklich geiler, als allein zu fahren. Mal sehen, was so geht. Oh, was ist jetzt los? Aus der Spur! Ich habe mir auch auf jeden Fall angewöhnt, mehr im Stehen zu fahren, weil das einfach, du hast wirklich mehr Kontrolle, hätte ich damals nicht so gedacht. Jetzt wollen wir es wissen. Herrlich, herrlich. Was ich auf jeden Fall auch noch geändert habe, ist ja, habe ich in den anderen Videos auf jeden Fall schon gesagt. Ich habe jetzt einen neuen Hinterreifen, endlich mal. Hab Zeit gefunden. Ich dachte, ich wäre so ein Sparfuchs und fahre den auch, bis es nicht mehr geht. Aber wurde mal wirklich Zeit, dass der wegkommt. Und habe halt gleichzeitig noch Mousse drin. Das ist natürlich eine fette Kombi. Oder auch auf jeden Fall ein schöner. Also eine fette Umgewöhnung, sage ich mal so. Davor mit Schlauch war es was ganz anderes. Und jetzt, keine Ahnung, wie so ein kleines. Also in den ersten Runden war es wie. Wirklich wie. Wie ein neues Bike, kann man wirklich sagen. Es war so schwammig hinten. Und jetzt habe ich mich teils wirklich schon gewöhnt. Und kann es auf jeden Fall schon besser handeln, sage ich mal so. Mensch, ihr wollt nicht die große nehmen. Egal. Das ist wirklich herrlich, die Strecke hier. Ja, was ich auf jeden Fall schon im X-Video sieht, oder man sieht, dass ich wirklich anscheinend, was ich mir noch umgewöhnen muss. Ich fahre die wirklich sehr niedertourig. Das merke ich auf jeden Fall schon selber. Gerade wenn ich die Beschleunigung brauche, dann dauert es immer. Dauert es halt immer. So rum. Deswegen muss ich mir mal beim Fahren auf jeden Fall merken, dass ich das nicht so mache. Aber ich mag es anscheinend wirklich mehr, wenn ich niedertourig. Oder Neutralgang, ist auch gut. Ja, jetzt sind wir schon locker. Seit 13 Uhr bin ich hier. Bald 18 Uhr. Ja, leckere 5 Stunden. Fleißig am Üben und Fahren. Ist auf jeden Fall fett. Oh.
bin ich so eine Ritze reingefahren. Ja. Ja, da wo man hinguckt, hört man ja auch, ne? Man kennt's. Mensch, wir müssen eigentlich ein bisschen das Tempo annehmen, Mensch. Oh, shit. Ja, die... Manchmal sind die... Oh, was denn jetzt, Alter? Ja. Manchmal sind die Kurven hier echt steil, gerade mit dem Baum. Oder in Verbindung mit dem Baum. Jetzt merkt man schon, ich fahre wieder niedertourig. Nice. Egal. Sowas lobe ich mir eigentlich mehr, wie gerade eben. Das bisschen Hindernisse noch hier reinkämen. Das würde mich eigentlich voll freuen. Oh, der war auch schön. Mal sehen, wie lange wir für die Runde brauchen. Okay, wir sind auch ein bisschen falsch gefahren. Also anderen Eingang, sag ich mal so. Oh. Mensch, Daniel, komm ran an ihn. Ja, das habe ich schon ein bisschen geübt. Da ich ja letzte Mal, ja, jetzt kommt hier in Fürstenwalde, genau, so einen fucking Baumstamm genommen habe. Haha. und der mich übelst. Ja, das war noch. Oh, Scheiße. Oh, mein Hals. Alles klar. Siehst du? Ah, was ist denn jetzt? Scheiße. Wieder falsch. Ja, ja. Ja. Können wir die Jungs kurz warten? Lieben wir. Ja, ja, ist ja bald Schluss hier. Oh, was wollte ich sagen? Genau, der Baumstamm war es ja. Oh, lasst mich kurz die Jungs aufholen. Oh, den nehme ich nochmal. Ich glaube, der war es sogar. Ha! Ja, der Baum schon war es. Da hat es mich halt voll gemault. Und er hat mir übelst Handgelenk, das hat auch also verstaucht. Und, oh Mann, ey. Krass. Immer diese Kunst zu fahren und zu quatschen. Ah, sie haben gewartet. Dankeschön. Ah, da war er wieder. Schade. Hätte ich mitnehmen können. Nee, genau, die Kunst zu quatschen und zu fahren. Aber, genau, jetzt wegen dem Baumjump. Mensch. Komm ja nur, zieh, Junge! ja, wie gesagt, da hat's mich gemault. Handgelenk zerstört. Na, war's mit dem Tag. Deswegen bin ich zurzeit auch am Üben oder versuche jetzt immer jeden Baumstamm mitzunehmen, dass mir das nicht passiert. Gerade wie du den anfährst, ne? Das habe ich ja
leider nicht auf Video, aber das den vorne erst küssen muss, dann hochziehen und dann rüber. Wie ich den einen Baum schon gefahren bin. Oh, lecker. Ja, jetzt wollte ich es gerade probieren. Wow. Daniel macht hier einen auf Solo oder was? Ah, jetzt kommt die schöne Auffahrt. Jawohl. Ist schön. Oh. Aber das mit dem Moose ist wirklich noch so eine schöne Sache, ey. Weil du wirklich so hinten schwammig bist. Und ich bin der Meinung, ich bin auch immer gern mit weniger Luftdruck gefahren. Und ich muss noch angeln. Ich habe mich echt schnell angepasst. Und es ist auch wirklich herrlich. Sag schon. Wirklich wieder mit Grip zu fahren. Das war ja mit dem Metzler davor nicht so angenehm. Oh, der war schön. Wie ich habe ich halten denn? Ja, da bist du in die Luft raus. Aber ist ja richtig so. Genau richtig. Tatsächlich mag ich diese Wellen voll, ne? Muss ich sagen. Das fahre ich sehr gern. Die Schnauze hochholen und dann rüber. Ah, ich hoffe alles. Ach genau. Ich hoffe das. Dass hier die Tonqualität und so das Video passt. Ah, ich habe jetzt die GoPro Hero 10 am Start und dass da soweit alles passt mit den Einstellungen. Ah, siehst du, perfekt zum Schluss hier. Ja, das war's mit den beiden Jungs. Ah, Fürstenwalde Enduro-Strecke. Ein Fest der wahren Liebe. Oh, ich sag erstmal, das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und rein ja und ciao.